Abstände so weit einzuhalten, dass wir das konform der SARS-CoV-2-Einigungsverordnung in ganz Brandenburg hinbekommen können. Der Gedanke ist ja, dass wir gegenüber der Veranstaltung, die sich dort auf der anderen Seite gerade vorbereitet, ein Signal einer starken Zivilgesellschaft, einer pluralistischen, einer bunten Zivilgesellschaft entgegenstellen. Von daher, jeder von Ihnen, der eine Kerze dabei hat, wäre schön, sie zu entzünden. Wer keine Kerze dabei hat, hier vorne stehen noch reichlich Kerzen zur Verfügung, die Sie gerne abholen können. Es wäre schön, wenn wir es schaffen würden, eine Kette quasi von dieser Ecke bis zur maximalen Ecke Rathausstraße hinzubekommen. Wenn ich mir so angucke, wie viel wir hier sind, würde ich sagen, wir gehen mal erstmal bis zur Zimmerstraße, ist das, ne? Und dann einmal zurück, dass wir hier auch ein bisschen als Präsenz sind. Genau. Ich möchte noch ein, zwei Worte sagen. Es waren ja eigentlich keine großen Redebeiträge geplant, aber ja, als wir die Versammlung anmeldeten, war das Motto Kerzen statt Fackeln. Nun hat uns die Weltpolitik leider Gottes überholt. Hanno Taufenbach hat in seinem Kommentar in Prignitzer geschrieben, Kerzen statt Fackeln und Bomben. Ich denke, damit ist alles gesagt. Ich würde Sie bitten, in Ihre Gedanken des heutigen Tages auch die Menschen in der Ukraine, die jetzt gerade in Kellern an der polnischen Grenze, an der moldawischen Grenze, auf dem Weg zu den jeweiligen Grenzen im Unwissen um ihre Familien sind, die von einem Aggressor in einer Art und Weise, die, glaube ich, keiner von uns für möglich gehalten hätte, angegriffen wurden und damit facto Tatsachen geschaffen wurden, die, ich möchte sagen, die Nachkriegsordnung wirklich komplett in Frage stellen. Von daher, natürlich wollen wir diesen Menschen dort drüben zeigen, dass sie in Wittenberge, in der Prignitz nicht willkommen sind. Aber ich würde Sie bitten, die Gedanken auch an die Menschen in der Ukraine zu haben. Und um den Bogen jetzt tatsächlich zur Veranstaltung zu schließen, was Wladimir Putin, ich will bewusst nicht sagen Russland, sondern Wladimir Putin dort macht, ist Nationalismus, ist Großmachtstreben. Wenn wir schauen, was die Herren da drüben, die Herren und Damen dort drüben möchten, das ist Nationalismus, Großmachtstreben. Und ich denke, alles, was man sagen kann, ist Nationalismus in jeglicher Form, egal von wem, egal durch wen, egal durch welche Nation, ist das Grundübel unserer Menschheit, die wir eigentlich mit dem Wissen der letzten 80, 90 Jahre dringend vermeiden müssen. Lassen Sie uns also jetzt eine Menschenlichterkette bilden und zeigen, dass die Prignitz, das Wittenberge bunt und pluralistisch ist. Dankeschön.
wir mal einmal ordentlich brüllen. Zwei Reihen. Die Seele ringt sich frei auf tiefem Schlamm. Im deutschen Herzen lodert noch die Flamme. Und manch gebeugter Nacken regt sich stumm. Warum? Der Mensch lebt um, der Mensch lebt um, der Mensch lebt um. Der Mensch lebt um, der Mensch schlägt um. Der Mensch lebt um, der Mensch schlägt um, der Wind schlägt um. Der Deutsche kann nicht mehr in Knechtschaft leben. Gerechtigkeit beginnt sich zu erheben. Nicht jeder Richter macht den Rücken krumm. Warum? Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Deutschen hören auf, sich zu bekriegen und wissen nur, gemeinsam kann man siegen. Und lauter wird der Ruf vom Bund herum. Warum? Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Schlägt um, der Wind schlägt um.
Hardenberge. Mein Name ist Mario Schulz und ich bin der Versammlungsleiter. Und hiermit eröffne ich unsere Veranstaltung. Bitte darum, die Abstandspflicht einzuhalten. Und ich möchte den Moment nutzen, der Stadt Wittenberge zu danken für die hervorragende Ausstattung des Kulturhausvorplatzes und möchte mich bedanken bei den vielen Wittenbergern, die spontan mit Kerzen hergekommen sind, um gemeinsam mit uns für unsere Freiheit einzustehen. Danke. Ja, auch ganz kurze Worte noch von mir. Hier vorne ist ein Infotisch von unserer nationalrevolutionären Bewegung. Hier könnt ihr euch Infomaterial holen, weil, wie ihr wisst, geht es uns bei unseren Zusammenkünften viel mehr wie um Corona, sondern so wie es hier steht, das System ist gefährlicher als Corona, so ist auch unsere Botschaft. Hier geht es viel mehr, weil die Corona ist nur eine Auswirkung, die Ursache ist dieses verkommene BRD-System, das uns jeden Tag weiter kaputt macht, das unsere Familien kaputt macht, die Zukunft uns kaputt macht, den Mittelstand kaputt macht. Und darum stehen wir für eine neue Ordnung ein, für einen Neuanfang. Für uns ist dieses System nicht reformierbar. Thank you.
In ganz Deutschland immer mehr Menschen auf die Straße, weil sie ihr Selbstbestimmungsrecht verteidigen wollen. Angetrieben von einem Gefühl der Ungerechtigkeit tragen sie ihren Unmut auf die Straße. Erst aus Protest, aber mittlerweile merken sie, dass es nicht nur Protest ist, sondern dass sie Widerstand leisten. Widerstand gegen die Maßnahmen der BRD, einem Staat, mit dem sie sich bisher größtenteils identifiziert haben. Sie merken, jetzt widerspreche ich, jetzt sage ich einmal Nein zu der Beschneidung meiner Freiheitsrechte. Schon stehen da Polizisten mit Gummikrippeln und Helmen. Wir haben Nein gesagt. Wir geben unsere Freiheitsrechte nicht an die BRD ab und an den Herren vom Finanzkapital. Das allein ist unser Verbrechen. Und schon werden wir als unsolidarisch und dumm dargestellt. Der Widerstand wächst und nun schickt der Staat seine Spitzel und Spalter los, will uns spalten. Und das tun dieselben Leute, die uns das Selbstbestimmungsrecht über unsere Körper absprechen, die Maßnahmen beschließen, gegen die wir uns wehren. Dieselben Leute wollen jetzt bestimmen, wer mit wem demonstriert. Sie wollen spalten. Das dürfen wir nicht zulassen. Einige von euch werden sicher hier auf der Straße stehen, weil sie gern möchten, dass alles so wird wie 2019. Alles soll wieder gut werden, aber war denn wirklich bis dahin alles gut? Dieser Staat wird es wieder versuchen. Er hat sich schleichend in unser Leben gedrängt. Er hat uns, ohne dass wir uns gewehrt haben, zu Steuersklaven gemacht. Wir zahlen nicht nur mittlerweile die höchste Einkommensteuer, nein, wir zahlen auch auf unser Einkommen auch noch Verbrauchssteuer. Wir selber können nicht mehr die Früchte unserer Arbeit genießen. Aber was noch schlimmer ist, das BRD-System hat aus unserem Volk ein überaltertes Volk gemacht, ein sterbendes Volk. Die BRD hat mit ihren Maßnahmen jetzt offen ihr Gesicht gezeigt. Wenn sie mit der Impfpflicht momentan auch noch nachgeben wird, so wird ihr eigentliches Ziel, die Ausplünderung und die Zerstörung unseres Volkes, nicht aufgeben. BioNTech hat in den letzten 10 Monaten pro Monat 1 Milliarde Gewinn gemacht und Pfizer nicht anderes. Dieses Geld werden wir bezahlen müssen, kein anderer. Ist euch schon mal aufgefallen in dieser wunderbaren Demokratie, dass in der ganzen Zeit nicht ein Stadtverordneter, nicht ein Landtagsabgeordneter, kein Bundestagsabgeordneter mit euch auf der Straße stand, um gemeinsam für euer Selbstbestimmungsrecht zu kämpfen?
egal welche Partei, alle 4 Jahre werben sie uns. Doch jetzt, wo wir sie einmal bräuchten, wo sind sie? Wo stehen sie euch beiseite? Dieselben Leute, die vorgeben, unsere Probleme lösen zu wollen, bekennen jetzt, dass sie Teil des Problems sind. Das Verhalten der Volksvertreter offenbart das eigentliche Problem. Es ist der Parlamentarismus des BRD-Systems. Das ist die Kette unseres Volkes. Der Parlamentarismus ist das Mittel des raffenden Kapitals zur Ausplünderung und Zerstörung unseres Volkes. Und es sind die Parteien, die unser Volk spalten. Spalten in verschiedene Interessengruppen, die sich gegeneinander ausspielen lassen. Wenn man heute hier auf dem Platz alle Menschen, die hier stehen, danach fragt, seid ihr für den Frieden? Da werden 100% alle Leute sagen, jawohl, wir sind für den Frieden. Und wenn man alle fragt, seid ihr gegen Kinderarmut? Dann werden auch alle sagen, jawohl, wir sind alle gegen Kinderarmut. Das heißt, alleine schon für diese beiden Themen hätten wir heute eine Mehrheit auf diesem Platz. Und wie wir jetzt gerade wieder sehen, es sind die Parteien, die uns spalten. Eine Einigkeit von allen, also die Mehrheit, wird jedes Mal aufgespalten in kleine Interessengruppen, sodass es niemals eine Veränderung in unserem Sinne geben kann. Und die Herren, die unser Volk vertreten wollen, sprechen immerzu von Einheit und meinen eigentlich Spaltung. Keiner möchte, dass das Volk zum Beispiel in einer multikulturellen Pampa aufgeht. Trotzdem wird von unseren Volksvertretern so betrieben. Keiner ist dafür, dass nach einem langen Arbeitsleben ein Rentner Flaschen sammeln muss oder seine Nahrung von der Tafel holen muss. Trotzdem ist das so. Nach 50 Arbeitsjahren, wo ist das Geld? Warum ist das so, obwohl das keiner will? Wir brauchen vom BRD-System nichts erwarten, keine Veränderung, außer die Zerstörung unseres Volkes. Wir brauchen nicht den demokratischen Wahlzirkus der BRD. Wir brauchen keinen Staat, der die Interessen unseres Volkes mit Füßen tritt. Und wir brauchen vor allen Dingen keinen Staat, der unsere Freiheit bedroht. Verbinde dein Schicksal nicht weiter mit der BRD. Sie wird untergehen und soll dich und deine Familie nicht in den Untergang mitreißen. Wir steigen aus diesem Zug und bauen auf den Trümmern der BRD unsere neue Ordnung. Sorgen wir dafür, dass unsere Familien eine wirkliche Heimat haben, indem unsere Kinder als freie, selbstbestimmte Menschen leben können. Schaffen wir uns eine Heimat ohne Zinsknechtschaft, Inflation und Völkergemisch. Werden wir wieder das, was wir sind, freie Deutsche. Schütteln wir die geistigen Fesseln der Umerzieher ab. Befreien wir uns von ihren liberalistischen Gedöns und ihrem demokratischen Gelaber. Wer soll die Veränderung durchsetzen, wenn nicht wir, das Volk? Oder wollen wir unsere Zukunft den Parteikadavern überlassen? Wir brauchen diese Totengräber des deutschen Volkes nicht mehr. Wir wollen leben. Darum ist es an der Zeit, sich von der BRD zu verabschieden, um auf den Trümmern des Alten eine neue Ordnung zu schaffen, statt der alten Unordnung. Wir sind nicht BRD, wir sind Deutschland. Ein Deutschland der Arbeit und der Leistung, eine Heimstatt für unsere Volksgemeinschaft.
wird das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen wieder respektieren. Wird die Wirtschaft wieder eine Volkswirtschaft sein, die dem Volk dient und nicht dem Finanzkapital. Wird es keine Kinderarmut mehr geben. Wird es eine Rente geben, die ein Leben in Würde garantiert. Familien und Kinder werden in allen Bereichen gefördert. Die Spekulation mit unserem Volksvermögen wird unterbunden. Deutschland, Freunde, Deutschland ist unsere Heimat. Wir haben nur die eine und die geben wir nicht kampflos auf. Es war heute überall zu lesen, in den Zeitungen, wenn der dritte Weg seine Ziele durchsetzt, wird es gefährlich. Da sprechen Leute, die bewusst nicht über unsere Ziele sprechen, sondern sie nur schlecht machen. Wir haben zum Beispiel die momentane Situation in der BRD, dass auf Wunsch der Arbeiterpartei SPD ein Rentner bis 67 Jahre arbeiten muss. In unseren Nachbarländern gehen die Rentner mit 62 Jahren in Rente. Wir kriegen nach 51 Jahren harter Arbeit 48% von unserem vorletzten Lohn als Rente ausbezahlt. Unsere Nachbarländer 80-90%. Wieso ist das so? Wir sind das Land mit der höchsten Arbeitsproduktivität und mit der niedrigsten Rente und mit der längsten Lebensarbeitszeit. In den letzten 50 Jahren wurden wir mehrfach von der Arbeiterpartei SPD regiert. Und das Ergebnis ist so, dass der Arbeiter bis aufs Letzte ausgebeutet wird. Unser Ziel ist, nach 45 Jahren harter Arbeit kannst du dein wohlverdientes Rentnerleben anfangen. Mit 100% deiner Bezüge. Das ist wahrlich sehr gefährlich für die Gesellschaft, wenn sich das durchsetzt. Das ist höchstens gefährlich für das internationale Finanzkapital. Eine weitere Errungenschaft der SPD-Regierung ist, dass es in unserem Land 400.000 Obdachlose gibt. 128.000 obdachlose Frauen in einem Land, was seit Jahrzehnten von den Arbeiterführern der SPD regiert wird und von christlich-sozialen Politikern. Denen ist es egal, dass die Menschen auf der Straße liegen. Tendenziell sollen es laut Experten sogar 1,5 Millionen Obdachlose werden. Das interessiert keinen Menschen. In unserem Deutschland liegt kein Mensch auf der Straße. Das ist auch ein Ziel unserer Politik. Aber das ist komischerweise auch wieder sehr gefährlich für die normalen Menschen. Deutschland ist unsere Heimat. Das Land der Deutschen. Kein Einwanderungsland. Die Leute an der Regierung haben es geschafft, dass in den letzten 10 Jahren alleine in Berlin eine Ausländerquote von 39% entstanden ist. Vor 10 Jahren lag sie noch bei 29%. Da muss man kein Mathematikprofessor sein, um herauszurechnen, ab wann wir die Minderheit im eigenen Land sind. Auch das wollen wir verändern, weil Deutschland ist unsere Heimat. Und jetzt haben wir folgende Situation. Ein Krieg ist ausgebrochen in Europa. Eine Sache, die keiner will und trotzdem gibt es es. Und jetzt ist in den Fernsehsendern überall, landein, landan, überall hast du Politiker zu sehen, die Krokodilstränen weinen und so fürchterlich schimpfen. Das ist auch berechtigt, man kann gegen Krieg sein, das ist eine gute Sache. Aber ich frage mich, wo waren denn diese Politiker all die anderen Jahre, all die anderen Kriege, wo waren sie da? Wo sind sie?
Wir haben durch Amerika ständige Kriege. Deutschland ist die Zentrale für den Drohnenkrieg in der ganzen Welt von den Amerikanern. Von deutschen Boden starten jeden Tag Drohnen und töten Menschen in aller Welt. Die Amerikaner könnten ohne die Flugdrehkreuze in Deutschland überhaupt keine großen Kriege führen. All das wird erlaubt. All das wird nicht verboten. Wir haben riesengroße Atomwaffenbestände. Wir haben die Atomkraftwerke abgeschafft, weil sie zu gefährlich sind, und haben riesengroße Atomwaffenarsenale. Und komischerweise, egal ob PDS, egal ob SPD, CDU, keiner unternimmt etwas dagegen. Keiner. Liebe Freunde, ich hoffe, wir werden uns noch oft sehen. Jetzt übergebe ich an Lutz. Danke. Ja, vorspielen nochmal die. Ja, wie gesagt, ich kann nur noch die Gegenseite zum Diskurs einladen. Wir wollen die Welt verändern, haben wir gesagt. Wir sind durch hier mit diesem System. Wollen eine neue Welt, wollen einen Diskurs mit euch, wie die Welt auszusehen hat. Ich selbst komme aus einer Branche oder von einem Berufsstand aus der Landwirtschaft, die schon Jahrzehnte ausstirbt, wo keiner was gegen tut, wo Bauernverbände, Bauernbund gemeinsam mit dem Finanzkapital am Tisch sitzt und dort die Höfe weiter sterben von Jahr zu Jahr. Ich selber nicht mehr weiß, ob meine Kinder weiter meinen Hof übernehmen können. Ich denke, so wie es jetzt aussieht, sieht es eher schlecht aus. Und deswegen bin ich schon lange mit diesem System durch. Und vielleicht denkt ihr auch mal nach, warum das so ist, warum wir hier keine Zukunft haben und wer davon profitiert. Einzig und allein Spekulanten und das Finanzkapital, die auf unserer harten Arbeit sich ihre goldene Nase verdienen. Und damit muss Schluss sein. Als wenn das von sich jemand, wenn jemand gesagt hätte, dass wir in eine Situation kommen in unserem Land oder in ganz Europa oder auch in der ganzen Welt, dass wir Ausgangsstellen bekommen, dass Menschen nicht mehr verarbeiten können, dass sie nicht mehr in der Schule gehen, dass man nicht einkaufen kann, wie man will, wie man will, das hätte von den Menschen geglaubt, dass das mal wieder gut wird. Die Bundeswehroberen mitteilen müssen,
dass die Bundeswehr blank ist, dann können wir uns vorstellen, dass uns hier, unseren Freunden, blühen würde, wenn eine Macht von außen auf die Idee kommt, durch Deutschland zu reiten. Ich denke, dass dann diese Mächte, die Krieg führen würden, nur noch einen leichteren Spaziergang hätten als in der Ukraine. In der Ukraine ist es übrigens so, dass in den ersten 24 Stunden allein in Polen 29.000 Menschen sich als Flüchtlinge gemeldet haben. Gleichzeitig haben sich aber knapp 10.000 in die andere Richtung bewegt. Das waren nämlich die Männer der Familien, die geflüchtet sind. Und da liegt auch schon ein eklatanter Unterschied zu den Flüchtlingen, die wir ja in den letzten Jahren hier bekommen haben, aus dem nordafrikanischen Raum zum Beispiel. Dort sind ja eher junge Männer gewesen, die nach Deutschland gekommen sind und nach dem Krieg herkommen. Mit den ukrainischen Flüchtlingen sieht die Welt aber ganz anders aus. Da kommen tatsächlich Frauen und Kinder, und wer die Sache ein bisschen mitverfolgt, wird ja sehen, dass die Weltmacht Russland da nicht zögerlich vorgeht und selbst mit Söldnertruppen aus Tschetschenien versucht, sich eben jetzt die Ukraine wieder einzuverleiben, um seine ehemalige große Macht wieder zu erreichen in Form einer abgespeckten Sowjetunion. Wenn uns das bewusst wird und wenn man auch die Herrschaften hinter uns sieht, die ja auch für Frieden heute hier stehen mit ihren Kerzen, und dann aber das, was sie uns hier entgegenbringen, nur Hass, Beleidigungen und eben das Untersagen ist, dass wir unsere Meinung hier frei äußern können, dann ist das genau der Anfang von dem, was in der Ukraine dazu geführt hat, dass es zum Krieg kommt, weil man sich nämlich nicht mal zuhört und weil man den anderen nicht mehr beachtet. Diese Herrschaften hinter uns sind auch nur Gaukler und Schauspieler, die vermeintlich hier für Frieden demonstrieren und mit der Kerze ein auf christlichen Moralapostel machen. In Wirklichkeit sind das auch Kriegstreiber, weil genau die dafür verantwortlich sind, dass Systeme wie die USA, aber auch genauso wie Russland, sich nach wie vor aufrüsten, während andere kleinere Staaten, auch unser Staat, jahrelang abgerüstet haben und wir nämlich jetzt ausgeliefert sind, wenn es hier tatsächlich mal zu einem Konflikt kommen würde. Wir wären ja nicht mal in der Lage, uns selbst zu ernähren, geschweige denn in irgendeiner Form hier unserem Volk. Immerhin sind ja jetzt 83 Millionen Menschen bereits in der BRD ansässig, in irgendeiner Form zu helfen. Wir können ja nicht mal anderen helfen. Das muss uns also wieder mal vor Augen führen, im Zuge dessen, dass wir mit einer Corona-Pandemie umgehen müssen, dass wir Krieg in Europa haben, wo wir noch nicht vorhersehen können, in welcher Form sich der ausbreiten wird, in welchen Verhältnissen wir hier leben und unsere Kinder aufwachsen müssen. Da können wir uns, glaube ich, wenn wir uns da ernsthaft und weiter Gedanken drüber machen, warm anziehen, wenn hier nicht ein Umdenken stattfindet, wenn hier nicht das Volk langsam aufwacht und begreift, dass wir hier immer weiter den Kahn an die Wand fahren. Es wird an Menschen wie uns und euch, wie ihr jetzt hier, die hier versammelt seid, liegen, hier einst das Ruder rumzureißen. Denn eins kann gesichert gesagt werden, die hinter uns stehen, werden weder die Corona-Pandemie, die sogenannte, meistern, noch den wirtschaftlichen Schaden, den der Mittelstand von sich trägt, noch werden sie es verhindern mit dem Rumgepläge da hinten, dass Putin und die Aggression in der Ukraine die Kriegshandlungen einstellen. Da müssen schon ganz andere Maßnahmen ergriffen werden. Es liegt an uns, weiter die Fahne des Widerstandes auf die Straße zu tragen, uns nicht auseinander dividieren zu lassen, Widerstand zu leisten, da wo es möglich ist, und genau zu benennen, wer hier Ross und Reiter ist, wenn es darum geht, dass ganze Völker in den Abgrund getrieben werden. In diesem Sinne, liebe Wittenberger, lasst euch da nicht unterkriegen, lasst euch auch nicht von dem Karnevalsverein dahinter uns in irgendeiner Form beeindrucken. Die haben auch eine schwere Schulzeit hinter sich und ihre geistige Ergüsse können wir ja immer wiederholend hier wahrnehmen. Aber auch denen werden wir einst helfen, wenn uns die Mittel zur Verfügung stehen. In diesem Sinne, bleibt euch selber treu, geht auf die Straße, demonstriert und zeigt Widerstand. Wir müssen Druck machen, damit die Herrschaften da oben wissen, dass es auch noch andere gibt in diesem Land, die ernsthaft an ihren Stühlen sägen. In diesem Sinne, nichts für uns, alles für unsere Heimat. Danke.
Schönen guten Abend. Ich habe mich ja schon mal vorgestellt. Erinnert ihr euch an eure Kindheit bzw. Jugend? Da sind doch in erster Linie fast nur positive Erinnerungen. Wir mussten mit ein paar negativen Erfahrungen, die nur einmal auch zum Leben und Erwachsenwerden dazugehören. Das sind die Freunde von damals und auch die erste große Liebe, wo wir auch Streitigkeiten unter Freunden und den ersten Liebeskummer. Ärger mit den Eltern oder Lehrern oder ab und an die Aufregung gegen die Autorität der Erwachsenen. Dies alles gehört zur gesunden Entwicklung unserer Jugend und sich zu anständigen Erwachsenen gedeihen zu lassen. So kannten wir es und so kannten es unsere Eltern und auch Großeltern, wenn es auch Abweichungen in den unterschiedlichen Generationen gab. Wenn die Erinnerung an unsere eigene Jugend so positiv ist, warum lassen wir es zu, dass unsere Kinder diese Erfahrung nicht machen dürfen? Warum lassen wir es zu, dass der Staat sie einsperrt wegen einer künstlich erzeugten und aufgebauschten Pandemie? Wir müssen Angst haben, Angst um die seelische Gesundheit unserer Kinder und um unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Es geht ein tieferes durch unser Volk. Jeder möchte, dass es vorbei ist mit dieser Pandemie und pocht auf sein Recht, befeuert durch diese Spaltung, durch diese Regierung, die Bevölkerung immer wieder suggeriert, wenn alle geimpft sind, kann Corona überwunden werden. Die Ungeimpften sind die Unbelehrbaren, die diese Pandemie in die Länge ziehen. Die Regierung verbreitet Angst und Schrecken mit ihren Schauermärchen und lassen von ihren und nur von ihren Experten die Botschaften verkünden. Die Impfung ist der einzige Weg aus der Pandemie. Einer Pandemie, die eigentlich keine ist. Es gibt keinen Dialog auf Regierungsebene, keine Auseinandersetzung mit anderen Experten, die der Impfung und ihrer Auswirkung kritisch gegenüberstehen. Der Impfstoff ist nun mal bestellt, muss unter den Massen gebracht werden. Und wenn ich freiwillig, dann eben mit Zwang. Oft machen die Menschen keine Wahl. Sie müssen befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder werden mit Bußgeldern dazu gezwungen, sich dem Impfdruck zu beugen. Von dem gesellschaftlichen Ausschluss, von dem die Ungeimpften sowieso schon betroffen sind, wollen wir gar nicht erst sprechen. Oder hättet ihr vor 3 Jahren geglaubt, dass der Tag kommt, an dem gesunde Menschen viele Geschäfte und kulturelle Einrichtungen nicht mehr betreten dürfen, weil sie geimpft sind? Niemand von uns hätte das gedacht. Wir verlieren unsere Freiheit, und zwar Stück für Stück. Was heute wahr ist, ist morgen nicht mehr wahr. Und zu oft wurden wir belogen und über unsere Köpfe hinweg entschieden. Corona hat unser aller Leben nicht verändert. Corona ist ein Virus und er kann Menschen erkranken und auch sterben lassen. Aber krank sein und sterben gehört nun mal zum Leben dazu. Es besteht nicht die Gefahr der Millionen Toten, die sie uns weismachen wollen. Die Veränderung unseres Lebens mit all seinen Einschränkungen, Auflagen, Verboten und die dadurch entstandenen Ängste hat nur einer zu verantworten. Und zwar dieser Staat und seine sogenannten Volksvertreter. Aber diese Volksvertreter dienen nicht unserem dem Volk, sondern denen, die am meisten bezahlen. Auch wenn alle geimpft sind, wird es nicht vorbei sein. Entweder kommt eine neue Supervariante, ein neuer Virus oder irgendeine andere Krise, die eben den Menschen abverlangt, ihre Freiheit aufzugeben. Denn wenn die Menschen sich weiterhin von den künstlich erzeugten Angst leiten, sind sie leicht zu lenken. Wir sollen beobachten und kontrolliert werden. Moderne Sklaven, die gehorchen sollen. Wir bekommen unsere Freiheit nicht zurück, wenn wir nicht gehorchen. Wenn wir gehorchen, bekommen wir vielleicht ein paar Privilegien, die uns die Freiheit vorgaukeln. Aber wirklich frei können wir nur sein, wenn wir in unseren eigenen Entscheidungen treffen dürfen, über unser Leben und über unseren eigenen Körper. Der Staat möchte über unseren Körper bestimmen, um anscheinend auszutesten, inwieweit er uns in unserer Freiheit einschränken kann, um weitere gravierende Maßnahmen einführen zu können, die Einfluss auf unser tägliches Leben haben. Erst die Fliegenkräfte, dann die Erwachsenen
und dann zum Schluss unser höchstes Gut, unsere Kinder. Eine Impfpflicht wird es nicht geben. Das waren die Worte der Systemparteien, bevor sie euch zum Bitter zur Wahlurne gebeten haben. Und mal wieder wurden wir für dumm verkauft. Ich möchte weder mich noch meine Familie mit Stoffen vollpumpen lassen, die nicht ausreichend erforscht worden sind und dessen Risiken heute noch nicht einzuschätzen sind. Vor allem haben unsere Kinder unter dem Massenarm zu leiden. Ihnen wird die beste Zeit ihres Lebens geraubt. Statt Sturm- und Drangzeit findet Isolation und Ausgrenzung statt. Wie frei konnten wir uns in unserer Jugend und Kindheit bewegen? Fernab der Probleme der Erwachsenenwelt. Die Regierung ringt sich über totalitäre Staaten auf und sind selbst dieser Teil dieser Kaste. Immer mehr kommen die wahren Absichten dieser vorgeleugneten Pandemie zutage. Ein milliardenschweres Geschäft der Gesundheitsindustrie lässt alle kräftig mitverdienen. Ein dickes Lob an jene Ärzte, denen ihr geleisteter Eid höher steht als das große Geld verdient. Wo auf der einen Seite Milliarden Geschäfte gemacht werden, gehen auf der anderen Seite Existenzen krachen. Das gipfelt nur darin, dass auch alle Selbstständigen und Mittelständler zum Großteil die gezahlten Corona-Soforthilfen zurückzahlen müssen, obwohl sie keine Möglichkeit hatten, sich in den letzten beiden Jahren zu erholen. Aber die Jahre davor haben sie gerne unsere Steuern genommen, um das kaputte Finanzsystem zu finanzieren. Wir wissen, ob die gestohlenen Steuergelder von 2008 an die Bankenwelt, als diese ins Wanken geriet, in irgendeiner Weise zurückgezahlt wurden. Nein, Leute, einfach nach Corona wieder zur normalen Tagespolitik zurückzukehren, wäre zu einfach. Zu viele Existenzen wurden zerstört und zu viel seelisches Leid angerichtet, dass wir sagen können, wir wollen nur die Verhältnisse von 2019 zurück. Das Vertrauen in diesen Staat ist weg. Ich für meinen Teil habe mich gedanklich schon lange von diesem maroden System verabschiedet. Denn es geht nicht mehr um die hier angestammten Menschen und seine Bedürfnisse, sondern nur um Profite Einzelner. Ich sehe uns da, wo viele Menschen 1989 standen. Sie hatten es damals auch satt, täglich belohnt zu werden und verdummt verkauft zu werden, in der Selbstbestimmung eingeschränkt zu sein und isoliert zu werden. So, wie wir es zurzeit ertragen müssen. Ich denke, ein Diskurs, wie zukünftig unsere Heimat gestaltet werden soll, muss in unserem Volk geführt werden. Im Mittelpunkt muss wieder der deutsche Mensch mit seinen Familien stehen und nicht das Interesse einiger Großkonzerne. Ich danke euch. In Deutschland hat es lodert und die Flamme. Und manch Gebäude hat lange nicht sich stumm. Warum? Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Schlägt um. Der Deutsche kann nicht mehr in Knechtschaft leben. Gerechtigkeit beginnt sich zu erheben. Nicht jeder Richter macht den Rücken krumm. Warum? Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um.
Die Deutschen hören auf, sich zu bekriegen und wissen nur, gemeinsam kann man siegen. Und lauter Bewährung vom Bund herum. Warum? Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um, der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um.
So, liebe Freunde, vielen Dank für euer Kommen. Vielen Dank für unsere Unterstützer von der anderen Seite. Und hiermit beende ich die Veranstaltung für heute. Kommt gut nach Hause. Tschüss.